Wir sind nicht aufgefordert, Ashabi Muhammad zu erwähnen in Salawat. Wir sind nicht aufgefordert. Es steht nirgendwo geschrieben, dass wir das machen müssen. Aber was wir machen müssen, was Allah sagt, Ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallim. Das heißt, mach mal. Ne? Tu das. Ein Befehl von Allah. Sie kommen bei Rasulullah, wie machen wir das? Hat er erklärt, im Bukhari. In Sahih Bukhari erklärt. Sag Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad, kama barik. Erklärt. So, jetzt wo kommt diese Sahabe her? Ashabi Muhammad, wo kommt das? Das heißt, sie haben eine Gegensprache gegen Muhammad. Das heißt, du sagst so, wir machen extra noch was dazu. Als ob Rasulullah nicht komplett gewesen wäre. Als ob er diese Religion nicht abgeschlossen hätte. Als ob er das vergessen hätte zu sagen, Ashabi Muhammad. Hat er nicht vergessen. Und er war komplett. Alhamdulillah. Muhammad hat nichts gesagt zum Sagen. Er hat nicht gesagt und er hat die Religion vollendet, Muhammad. Ja. Er hat nie gesagt, mach mal Sahabi dazu. Nein. Weil er hat gewusst, die Sahabe kommen und die werden ändern und die werden viel verwechseln und viel hier verändern in der Religion. Deswegen hat er nicht gesagt, Ashabi Muhammad. Weil er will nicht, dass wir durcheinander kommen. Genau. Versteht? Er hat gesagt, Muhammad wa Ali Muhammad. Fertig. Jetzt ich komme und mache Experimentierung und sage hier, ja, Ashabi Muhammad auch, geht nicht. Das heißt, wenn wir Ali Muhammad folgen, ne? Wir gehen ins Paradies. Das ist eine Garantie von Muhammad. Eine Garantie von Muhammad. Ein Dua, der immer Muhammad und Ali Muhammad erwähnt wird, seit 1400 Jahren. Sagst du, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wenn du sitzt, wenn du schläfst, wenn du liegst, wenn du betest, wenn du fastest. Immer machst du diese Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Das heißt, begleitet dich diese Ali Muhammad, Muhammad und Ali Muhammad in dein ganzes Leben. Bis du stirbst. Wenn das ist ein Gebot Gottes und wenn das ist ein Gebot Muhammad sallallahu alaihi wasallam und wir folgen diesen Menschen, wo ist die Hülle da? Wer kann uns sagen, wir gehen in die Hülle, wenn Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn wir Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen? Ja. Wenn unsere Absicht ist, jetzt wir sind Schiiten jetzt, sagen wir, angenommen, unsere Ulama haben das nicht geschafft, uns die Wahrheit zu übertragen. Angenommen. Ne? Besteht die Möglichkeit, das sagen wir, würde die Möglichkeit bestehen, dass sie das nicht geschafft haben, uns das Wissen von Ahl-Bayt al-Salam so zu übermitteln, wie das war. Müssen wir aber gerechterweise sagen, bei denen auch, bei den Ahl-Sunnah al-Jama'a, genau dasselbe. Ihre Ulama haben nicht die Möglichkeit gehabt, oder besteht die Möglichkeit, dass sie das nicht geschafft hätten, das Wissen von den Sahaba über Muhammad zu ihnen zu übertragen. Und das kann sein. Bei denen und bei uns. Weil was? Weil die Menschen, die nach Imami gekommen sind, bei uns sind nicht Masum. Und die Menschen, die nach Muhammad gekommen sind, bei denen ist nicht Masum. Sind nicht Masum. So. Richtig? Das heißt, besteht die Möglichkeit bei uns und bei denen, dass das nicht richtig überliefert wird oder wurde. Jetzt, was rechnet Allah in diesem Moment? Allah subhanahu wa ta'ala rechnet die Absichten von uns. Was haben wir für Niyat gehabt? Was denken wir? Verstehst du? Jetzt, wir stehen, ich sage wir und Sunniten. Sie haben ihre Überlieferung über Abu Huraira und so weiter und so fort. Ne? Wir haben unsere Überlieferung über Imam Ali a.s. und so weiter und so fort. Sie haben gekriegt, so viel Wissen. Sie haben gekriegt, so viel Wissen. Die Frage bleibt bestehen. Warum hast du von Abu Huraira genommen? Ob das wenig oder viel, warum hast du von Abu Huraira genommen? Bei mir, warum hast du von Ali genommen? Ob das wenig oder viel, warum hast du von Ali genommen? Was kommt als Antwort? Koran. Nehmen wir Koran, sie nehmen ihre Koran und wir nehmen unsere und ihre Koran. Das heißt, wir haben nur einen Koran, sie und wir. Nicht Koran Fatima und Koran, was weiß ich. Nehmen wir Koran und stellen wir in der bei Allah subhanahu wa ta'ala, das ist Kitabullah. Das ist dein Buch, O Allah, was nicht verfälscht ist. Und das soll zwischen uns scheiden. Ich kann aus dem Koran sagen, Imam Ali ist drin im Koran. Woher weißt du, dass Imam Ali ist drin im Koran?
Hier, ich habe Zeuge. Wer ist der Sunni? Wie? Seine Ulama, seine Mufassirin. Alle sagen, hier in dem Koran ist Ali drin. Wie ist Ali drin? Sein Name ist drin? Ich sage, nein, nicht Ali, sein Name ist drin. Aber das wird angedeutet in dem Koran. Die glauben das und wir glauben das. Wo wird angedeutet? Ganze Suri, ja Allah. Ganze Suri bei dir. Surat al-Insan. Hast du selber geschickt. In Surat al-Insan. Hast du in Surat al-Insan gesagt, dass Ali, Fatima, Hassan und Hussein gehen im Paradies. Und ich habe genommen von diesen Menschen. Jetzt meine Ulama haben es vielleicht nicht geschafft, das Wissen von Ahlul Bayt alaihissalam zu übertragen. Ist das meine Schuld? Oder wem seine Schuld ist das? Rasulullah s.a.w. hat gesagt, Ulama von meiner Umma sind besser als die Propheten von Bani Israel. Dieser Hadith bei mir ist richtig und bei ihnen ist richtig. Jetzt ist er dran. Wartest du, Shia, jetzt kommst du nicht. Komm. Warum hast du von Abu Huraira genommen? Was will er antworten? Ich habe Koran. Er hat auch Koran. Gib mir bitte vom Koran Abu Huraira. Wo? Wo steht Abu Huraira im Koran? Er soll antworten. Fertig. Er kann nicht antworten. Der wird stottern. Wenn er heute stottert, der stottert dort auch. Der wird auch dort stottern. Der wird nicht mehr erklären können, wo ist Abu Huraira im Koran. Der wird suchen Abu Huraira. Abu Huraira steht auch da und wird gefragt, wie er. Aber wo steht Imam Ali a.s. im Qiyamah? Muhammad s.a.w. sagt, As-Saqi al-Hawdi Ali. Das heißt, Ali gibt dir was zu trinken im Haus, bei Jannah, bei Paradies. Da ist im Qiyamah. Wo ist Abu Huraira im Qiyamah? Wo ist Abu Huraira? Der hat so viele Probleme, Abu Huraira, dass er sich selbst rechtfertigen muss. Glaubst du, er wird dann nachher ihm helfen? Diesen Sunni, der neben mir steht und der wird hier zur Rechenschaft gezogen. Der wird mit ihm zur Rechenschaft gezogen. Zusammen. Und Abu Huraira sagt zu ihm, lass mich in Ruhe, das was ich habe, das reicht mir. Lass mich in Ruhe, ich habe genug. Ne? Der wird nicht antworten können. Wenn der Mensch heute nicht antworten kann, der wird diese Antwort auch nicht dort kriegen. Und das Leben ist dafür deswegen gegeben, dass wir für jede Frage eine Antwort finden. Die Ahle Sunnah wa Jama'ah sollen wirklich sich überlegen, ob sie so bleiben, wie sie sind. Das ist nicht ein Wunsch von Schiiten, nicht ein Wunsch von Muslimen, nicht ein Wunsch von Rasulullah, sondern ein Befehl Allah. Allah befehlt. Allah sagt, mach mal, geh mal mit Ali Muhammad. Allah sagt. Allah verlangt von uns, dass wir mit Ahlul Bayt alaihissalam gehen, mit niemand anders. Und das ist nicht ein Wunschkonzert, wo wir sitzen und können wir was reinbringen, was wir wollen und rausnehmen, was wir wollen. Ahlul Bayt sind mit Ali Muhammad, Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er sagt, meine Familie sind in meine Stelle im Paradies. Meine Stelle im Paradies. Und die Stelle des Propheten im Paradies von Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist höher als allen Propheten. Und alle Muhammad sind mit ihm. Sind bei ihm. Sind mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt, der Mensch wird zusammengerückt mit wem er liebt. Selbst wenn er einen Stein liebt, wird mit ihm zusammengerückt. Und wenn wir alle Muhammad lieben, wir werden mit ihnen zusammengerückt. Amen. Wir werden mit Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. Was zählt dort? Die Niyyah. Unser Vorhaben ist, jede Spur von Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu übernehmen, selbst wenn das nur 1% ist, nicht 10 oder 20. Wenn unsere Ulama haben das geschafft, nur 1% für uns rüberzuholen über die Jahre, nehmen wir. Und wir nehmen nicht 100%, wenn das nicht von Ali Muhammad ist. Wir nehmen nicht 100%, wenn das nicht von Ali Muhammad. Was nützt dir deine Tawatur? Was nützt dir deine Ilm al-Hadith? Was nützt dir diese Sanad al-Hadith? Was nützt dir Matn al-Hadith? Wenn da Matn al-Hadith und Sanad al-Hadith, wenn diese Kette endet bei Abu Huraira, was nützt dir das Ganze? Was nützt dir das ganze Wissen? Diese Hafaz, Ibn Kathir, Ibn Hazm, Ibn Hajar und Ibn Taymiyyah, was nützen diese Menschen,
wenn sie weniger wert als Abu Huraira sind? Was nützt die euch? Was nützt euch, wenn du sagst, Abu Bakr hat gesagt? Und wenn Ibn Kathir hat das gesagt? Ibn Kathir ist nicht besser als Abu Huraira. Wir haben Probleme bei Abu Huraira dort. Abu Huraira hat uns wirklich hier Krieg aufgeklärt. Er will hier Rasulullah s.a.w. uns anders beschreiben, als Allah ihn beschreibt. Er will uns Muhammad s.a.w. beschreiben, anders als unser Verstand das akzeptiert, als unser Herzen das akzeptiert. Er will sagen, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nicht richtig war, dass er verhext war, dass er was weiß ich. Solche Sachen akzeptieren wir nicht. Wenn das hundertprozentig stimmen würde, die Überlieferung, ne, die Quelle ist falsch.